So, Mahlzeit mal wieder und willkommen zurück zu Lazarett. Das müsste jetzt der sechste Teil sein, glaube ich. Wie viel es insgesamt werden, weiß ich nicht. Der erste ging ja, da habe ich nicht komplett eine Stunde gespielt. Habe ich auch erstmal viel erzählt. Aber der war ja schon fast eine Stunde, sage ich mal, Spielzeit. Warte mal, ich glaube, man kann... Der steht ja hier bei, genau. 3 Stunden 31. So, da machen wir jetzt weiter. Ich habe mir mal meine Nase geputzt, mich ordentlich geschneuzt und habe jetzt gedacht, Luca hat weiter. So, also. Nur wo? Ach ja, inzwischen habe ich ja da hinten das Treppenhaus aufgekriegt, ne? Da so. Oder die Leiter. Dass man jetzt hier also runter kann. Und wir haben Explore the Lower Floor, Return Port to the Freight Elevator. Ja, genau. Also jetzt sind wir auf dem unteren Flürken und sollen das... Ah ja, da waren die Flares, die habe ich mir ja schon genommen vorhin. Ja, da geht's runter. Aber da will ich noch nicht runter. Aber doch, ich glaube, da geht es ja sonst... Geht es ja hier auch nicht weiter, oder? Hier war nichts. Da hinten war ich schon... Hier war auch dieser total sinnlose Raum. Also ich weiß nicht, warum sie den dann... Was war denn hier? Da kam Wasser runter. Und hier waren auch... Da war Workshop und dann war hier hinten noch... It's seized. Da wollte ich noch gucken, was das heißt. Seized. Mein Gott, ey, manchmal, wenn man lange, lange nicht mehr spricht oder ja, doch Englisch spricht, dann vergisst man doch so einiges. Das muss ich ja doch mal sagen. So, wir gucken mal, dass wir hier runterkommen. Ob das gut ist, weiß ich noch nicht. Anscheinend nicht. Immerhin, die Motten sind noch da. Jetzt muss ich tauchen. Nicht, dass mir das gefällt. Nein, das gefällt mir gar nicht. Aber das Schöne ist bei diesem Spiel, man muss nicht in den Keller. Weil das hat zwar vielleicht ein Lower Deck, da bin ich, glaube ich, gerade. Aber... Oh, da ist was. Guck mal. Workshop Key. Ja, den nehmen wir doch mal. Der hat unten gespeichert, warum auch immer. Ach ja. Ja, das würde ja bedeuten, dass ich jetzt nicht speichern muss. Aber das ist mir doch. Müsste noch mehr sein, ey, Leute. So ein Riesenraum. Da doch nicht nur ein Teil. Ein Teil drin. Da komme ich nicht weiter. Ich meine, klar, wenn man natürlich hier alles erkunden muss und keinen in dem Sinne Walkthrough macht, hat man natürlich doch eine ziemliche Spielzeit. Was ist das denn? Womit habe ich den denn unlocked? Ach, ich bin einmal rum. Jetzt verstehe ich das. Ja, ja, ja. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal zu dem Workshop, würde ich sagen, nicht wahr? Der war woanders. Und zwar hier hinne. Es passiert bestimmt wieder irgendwas, oder? Es würde mich nicht wundern, wenn nicht. So. Nein. Ich würde sagen, da hinten in der Ecke, was? Denn hier ist nirgendwo. Ja. Nimm. Ach, nun komm. Ich tue mich da natürlich immer schwer. Mit. Nehmen. Wenn ich dann kriechen und E drücken muss, das ist doch weit auseinander. Weil, falls es irgendwie vergessen hat, mir fehlt der kleine Finger und ich kann also nicht auf Steuerung oder Control drücken. Ich muss dafür immer den
Ringfinger nehmen. Und das ist natürlich langfristig ein bisschen schwierig. Aber immerhin, ich freue mich ja, dass es überhaupt noch funktioniert. Also auch das ist mal was, wo ich sage, yay. So, den Bolt Cutter, den brauchten wir wieder ganz woanders. Das ist ja das, was ich schon mal gesagt habe, diese Pontius zu Pilatus Spiele, wie man so schön sagt, oder wie ich die mal gerne nenne. Man rennt sich hier die Füße wund, um dann irgendwas Unsinniges nicht mehr zu finden. Scheiße. Wo war denn der? War der oben? Der war ein höher, ne? Also muss ich ja dann Hürde hoch. Dann, ach nee, andere Seite. Machen wir das doch mal. Ja, das ist ja schön, dass diese Flares wirklich ewig brennen. Room, der war, nee, der war ab. Nee, doch, das ist ja. Ja. So, und da war irgendwas drin, hat er doch gesagt, ne? Und gucken wir doch mal. Burn, Motherfucker, burn. Greift er mich an? Oil. Picked up Oil. Ja, das ist Öl. Ah, seized. Ah, verklemmt oder verrostet. Ne? Du bleibst schön stehen. Ich lasse dich auch wieder in Ruhe. Aber das war wieder unten. Also muss ich jetzt wieder. Boah. Gucken, ob das hier geht auch nicht schneller wahrscheinlich, ne? Ob ich jetzt hier mich durch die Tür plumpsen lasse. Bei der Toilette, ich muss die jetzt mal wieder finden. Ne, war jetzt auch nicht wirklich schneller, oder? So, diese verrostete Tür, die war irgendwo hier ganz hinten. Da. Blub, 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 blub. Okay. Ah ja, okay, das ist wieder hier so ein Little Labyrinth. Generator Part. Und sofort wieder Riesenkrach. Ist hier noch vielleicht? Oder hier vielleicht? Oder nirgendwo? Irgendwo irgendwas? Nein, hier war nicht mehr. Also ich sag, also es ist jetzt wirklich ein bisschen, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ein bisschen lahmer geworden, das Spiel, nicht? Also es, dadurch, dass diese Mannequins weg sind, man hört immer nur noch dieses komische Viech, aber ansonsten passiert ja nichts mehr. Im Moment. Ich will es natürlich um Gottes Willen nicht beschwören. Ach, Generator war der oben.
Wahrscheinlich. Na klar, war der oben. Nee, da war er nicht. Aber das war so gefärbt, das weiß ich noch. Nee, hier ist der Ventilanti-Raum. Storage. Generator. So. Escape the service deck. Ja, schon klar. Wo konnte ich nochmal speichern? Ja. Ja, ist klar. Ja. Willkommen in meinem ersten Tod. Darauf müssen wir jetzt mal an. Ja, hallo? Oh. Warum fahre ich denn noch tiefer? Ich will nicht mehr tiefer. Fix the water pump. Ja, das war jetzt aber auch nicht ganz ehrlich, auch nicht so aufregend. Muss ich schon sagen. Kann ich hier wieder? Nein, kann ich nicht. Haha, meine Freunde, alle wieder da. Boiler. War ich hier unten schon? Ich habe keine Ahnung. Und open while the other cargo hall is flooded. Nee, ich glaube, ich bin doch schon mal gestorben, ne? Ich glaube, wenn nämlich zu viel von diesen Mannequins erwischen, dann gehst du kaputt. Da gehst du kaputt. Ich hab... Ey, wo bin ich? Ja, ja, mach du. Bin ich... Ist das hier? Wo ich vorhin hergekommen bin? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's echt oder das letzte Mal. Elevator. Ja, hier war ich doch schon. Genau, da kam ich nicht mehr. Das jetzt. Ah, jetzt ja, eine Insel. Water Pump. Und ich habe Replacement Pump Part. Ach ja, guck mal. Das macht ja jetzt dann so langsam wieder more sense. Da musste ich ja die Sicherung reinmachen. Aber wo war diese Wasserpumpe? Ja! Komm, hau ab. Papierstil. Ich sage, das war, wenn man hier zu viel gekriegt hat von denen, dann war man irgendwie auch am Arsch, um es mal so zu nennen, nicht wahr? Hallo, bleibst du da? Engineering ist, glaube ich. Engineering ist gut? Ist Engineering gut? Na, hier war ich doch auch schon, ey. Ja, sicher war ich hier schon. Und hier war ich... Ich weiß es nicht mehr.
Krago holt. Da ist dicht. Scheiße, ey. Entschuldigung, aber. Ist hier irgendwas, was ich reparieren kann? Muss ich hier irgendwas reparieren? Da, da, da. Ah. Enter Cargo Hold 2, ja. Wo? Hab ich das schon gelesen? Gut, das war das. Jetzt muss ich hier wieder raus. Cargo Hold. Ja, das ist ja schon mal schön, dass da mal was steht. Engineering, genau. Hier. Raus. Hier wieder zurück. Komm du ruhig. Ist mir jetzt scheißegal. Jetzt gehe ich mal hier hoch. Cargo Hold 1. Muss ich hier hoch? Locked. Storage, Security. Ach, hier war ich doch auch schon. Ja, ja, ja. Hier war ich doch auch schon. Überall. Hier waren diese blöden Zeichen. Genau. Ja, ja. Okay, ich muss dann. Wie auch immer. Wo auch immer, zu Cargo Hold 2. Das wäre da. Steht ja da. Also muss ich hier hoch. Elevator? Kann ich? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Soll ich? Darf ich? Will ich? Muss ich? Speichern. Service Deck Generator Room. Cargo Hold 2! Mein Gott, ey, Schwein gehabt! Den Aufzug zur Superstruktur finden. Schon wieder 18 Minuten, ey, Wahnsinn. Die Zeit schmilzt dahin wie Schnee in der Sonne. Hallo, Bonk. Ich dachte mir, ich probiere es mal. Ja, scheiße, Edge Badge. Am Arsch, Edge Badge. Da muss ich hin, ich sehe schon. Und hier ist wieder wahrscheinlich nichts. Ja, toll. Wenigstens ist er jetzt weg. Wo war ich denn jetzt? Ne, der ist noch da. Also, okay. Ja, dann. Hätte mich auch gewundert, wenn ich da direkt hätte hergehen können. Ey, wo bin ich denn hier? Schön da, ey. Ja, sag mal.
Tell me lies, tell me sweet little lies. Tell me why, tell me sweet little why. Ich habe gar nichts. Nicht mal einen Schlüssel. Oh, oh, was ist das denn? Ah, habe ich das vorhin nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Okay, da ist ein Türken. Bleib schön da, Kollege. So, jetzt gucken wir doch erstmal, was hier ist. Storage, ja, das ist ja schon mal schön. Ich habe den Elevator gefunden. It's too dark. I don't have a... Ah, ich habe auch keine Flares mehr, oder was? Das ist ja interessant. Hatte ich doch eigentlich noch genug von. Nee, also ich habe jetzt gedacht, vielleicht findet man ja noch mal so ein Obol, was immer das sein mag. Obolus. Aber, komm, wir speichern. Das habe ich schon gesehen. Und dann gehen wir mal den Knopf drücken. Wetten wir, das funktioniert nicht. Ah! Oh, aua! Hat er sich automatisch umgedreht? Ich weiß es nicht. Ich wollte mich gerade umdrehen, weil ich genau gedacht habe, bestimmt kommt irgendwas. Ja, leck mich fett. Ja, gut, danke schön. Endlich mal. Blaue Flecken an beiden Oberschenkeln. The elevator. Dir fehlt ja alles, ey. Ich sag ja, fuck the elevator. Komme ich wahrscheinlich jetzt erst durch dieses Türchen da, oder was? Hier unten da. Kann ich jetzt? Nein, kann ich nicht. Ja, aber... Wo finde ich denn diese Kette dann? Wo finde ich denn... Ja, der muss ja dann... Storage Key habe ich immer noch nicht gefunden, ne? Nein. Wenn jetzt hier, wäre ja noch ganz nett, wenn jetzt hier so ein Storage Key liegen würde. Tut's aber nicht. Nein, tut es nicht. Ein Ventil fehlt, das ist schon klar. Also, ja, muss ich ja hier erstmal wieder zurück, würde ich sagen, ne? Auch, also man gewöhnt sich auch an die Geräusche. Es ist wirklich... Interessant. Oh! Ja. Schön stehen bleiben. Da spült wieder einer ab. Es ist nicht, dass es hier dunkel ist. Aber irgendwie ist es hier dunkel. Guck mal. Aha. Da fehlt die Glühbirne. Komm, mach ich eine weg. Oh, will er gar nicht. Ist das das Wasser, wo ich vorhin schon mal drin war?
Komm, kriegst du mich? Auch nicht. Keiner will mich mehr in den Arm nehmen. The handle is missing. Ja, das ist aber, so wie sich das anhört, auch gar nicht schlimm. Examination Room. Aha. Tada. Ach, da ist einer. Yes. Hat mich auch wieder erwischt, der Sack. Hat mich echt erwischt, der Sack. Kann man ja nicht anders sagen, ne? Aha, das ist die Leitbalb. Da ist ein Zettelchen. We've made it down the cargo area. You told me that we're behind the radio deck. We should be safe down here. But to make sure nothing can follow us, we've removed the drive chain. Ja, das habe ich festgestellt. Ihr Arschlöcher. Arschlöcher. Ist das gut? Ich. Ja, da guckt wieder einer um die Ecke. Hallo! Ich komme schon. So, komm, jetzt hau ab. Bitsch, patsch. Sehr schön. Aha, ist klar. Sag mir nicht, hier war ich schon. Also Storage war ich hier schon, aber ach ja, komm. Ist er wenigstens weg? Oh, Entschuldigung, meine Ohren jucken. Mit dem Heuschnupfen hat auch meine Schuppenflechte wieder zugelegt. Das muss sich ja lohnen, nicht wahr? More and more crewmen are finding themselves on the medic deck. Most patients are experiencing chest pains, Brustschmerzen und Verschlechterungssymptome. Wovon? Ist es ansteckend? Wird immer ängstlicher. Bestimmt. Hä? Ach da. Und deshalb habe ich denn jetzt irgendwas gefunden? Denn irgendwie ja nicht, ne? Ich hab mir gerade gedacht, ich pfeife mal. The Wolf. Hallo? Ey, der steht da. Der steht da. Warum steht der denn da? Ey, ich würde jetzt liebend gerne mal ranzoomen, aber nein. Okay. Jetzt habe ich nur dummerweise vergessen, wo ich das Ventil brauchte. Und hier komme ich nicht durch. Nein, da komme ich durch. Da. Ja, man sollte schon gucken, dass man sich orientiert. Ich kam von da.
musste jetzt wieder hier zurück. Jawohl, ja. Ich spiele schon 30 Minuten wieder. Und ich werde jetzt speichern. Und dann beim nächsten Mal weitermachen, würde ich sagen, nicht wahr? Pumps. Okay, schon wieder. Meine Güte, die Zeit schmilzt ja nicht schon in der Sonne. In diesem Sinne, also nochmal, es wird ein bisschen lahmarschiger. Man gewöhnt sich ein bisschen rein. Trotzdem macht es mir immer noch Spaß. Es ist halt mal auf dem Schiff, ist was anderes. In diesem Sinne also wie immer, schönen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Und tschüss. So rum.